In Teil 11 der Videoserie über das Bewähren mit Revit und Sophistic RC geht es um die Bewährungsprüfung von Balken. Das ist unser bekanntes Modell und es soll um diesen runterzugehen. Ich habe mir vom Sophistic AMG das analytische Modell erstellen lassen, habe Auflager und Lasten hinzugefügt und das Gesamtmodell in 3D berechnet. Als Ergebnis bekommen wir zum Beispiel diese Visualisierung. Anschließend habe ich über diese Funktion geschossweise Subsysteme bilden lassen. So ist dann dieses Subsystem für Decke EG entstanden. Das habe ich dann als 2D-Plattensystem rechnen lassen und bekomme hier wieder zum Beispiel diese Visualisierung. Nun soll es ja um diesen Unterzug gehen, also habe ich hier in Sophistic die Funktion der Balkenbemessung innerhalb von Revit genutzt. Und die Position taucht entsprechend im Analysis Browser zugehörig zum Subsystem Decke EG hier auf. Das ist das Unterzugssystem und ja, hier haben wir die entsprechenden Bemessungseinstellungen. Ja, bis hierhin sollten Sie das nachvollziehen können. Ansonsten schauen Sie einfach nochmal in meinen Videotutorials zum BIM-Workflow vom Modell bis zur Statik und zum Sophistic AMG nach. Uns liegt also die erforderliche Bewährung jetzt vor. Die können wir uns ja zum Beispiel hier im Ergebnisprotokoll ansehen. Ja, ich habe das gemacht und entsprechend Bewährung angeordnet. Hier sehen wir Schnitte durch den Unterzug und ich habe unten vier Durchmesser 14 feldweise durchlaufend und oben gestaffelt zwei Durchmesser 20 und zwei Durchmesser 25 als Zulagen im Stützbereich angeordnet. Das sieht im 3D dann so aus. Hier unten haben wir die vier Durchmesser 14 und hier oben zwei Durchmesser 20 außen und zwei Durchmesser 25 als Zulagen innen. Ja, auch das sollten Sie mit Hilfe meiner Videoserie zum Bewähren mit Revit und Sophistic hinbekommen. Jetzt wollen wir also prüfen, ob die eingelegte Bewährung ausreichend ist. Im vorherigen Video Teil 10 hatte ich schon erklärt, dass wir beide Szenarien abdecken. Erstens, der Statiker rechnet und zeichnet oder zweitens, der Statiker rechnet und eine andere Person, ein Zeichner, erstellt die Bewährung. Dementsprechend finden wir die Bewährungsprüfung für den Zeichner unter Sophistic Bewährung hier an dieser Stelle und für den Statiker selber auf Sophistic Analysis hier unter Ergebnis anzeigen, Bewährungsprüfung anzeigen. Ich bleibe in diesem Szenario 1. Wenn Sie das andere Szenario nutzen wollen, dann geht das genauso, wie ich das jetzt zeige. Es gab nur eine Besonderheit, was das Aufrufen der Ergebnisse angeht. Ja, schauen Sie dafür bitte nochmal ins Videoteil 10. Da hatte ich das ausführlich erläutert. Wir sagen also Bewährungsprüfung anzeigen und bekommen das Fenster Bewährungscheck. Genauso wie wir es von der Deckenprüfung auch schon kennen. Als erstes gilt es, die richtige Datenquelle auszuwählen. Das ist bei uns,
wie man hier unten sieht, das Subsystem Decke Erdgeschoss. Und als Bemessungsfall wird hier nur GZT-Bemessung angezeigt. Das liegt daran, dass wir den Unterzug mit der in Revit integrierten Balkenbemessung durchgeführt haben. Hier findet nämlich keine GZG-Bemessung statt, sondern nach der GZT-Bemessung wird anschließend nur die Rissweite und die Verformung berechnet. Das ist für GZG also lediglich ein Check und keine Bemessung. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, können Sie natürlich über den SSD gehen, hier und dort die Bemessung mit den SSD-Tasks der Stabbemessung durchführen. In dem Fall kann man eben GZT als Grundlagenbemessung festlegen und anschließend wird die Bewehrung erhöht, bis Rissweiten und Verformungen eingehalten werden. Das wäre dann eine echte GZG-Bemessung, deren Ergebnisse für die Bewehrung auch abgespeichert würden und die würden dann hier auftauchen. Ich habe das für das erste Obergeschoss mal gemacht. Ja, Sie sehen, hier tauchen also beide Bemessungslastfälle auf. Wir bleiben aber beim Erdgeschoss und aktivieren den Bewehrungscheck für Balken. Ja, hier sehen wir die erforderliche Längsbewehrung an der Stütze 14,5 und im Feld 6,4 Quadratzentimeter. Wenn Ihnen der Anzeigestil hier nicht gefällt oder Ihnen zum Beispiel die Zahlen zu klein sind, dann können Sie den Anzeigestil hier ändern oder selber einen Anzeigestil erstellen. Mein Anzeigestil heißt Sophistic Rebar Check Diagram und es sind natürlich noch andere hier auswählbar. Wo finden Sie die Anzeigestile? Die finden Sie unter Verwalten, weitere Einstellungen, Anzeigestile für Analyse. Hier ist also unser aktueller Stil, Sophistic Rebar Check Diagramm. Und hier sind die Einstellungen. Mit Zaunlinien sind diese Zwischenwerte gemeint. Hier an der Stelle, die kann man einschalten oder ausschalten oder die vordefinierten auswählen. Hier können Sie die Linienstärke beeinflussen oder auch die Farbe. Ja, so zum Beispiel nach Rosa. Dann haben wir hier die Beschriftung. Wenn ich hier auf alle Anzeigen gehe, ja, dann sehen Sie, was passiert. Mache ich wieder rückgängig. Und ja, hier haben wir die Textgröße und Schriftart. Eingestellt ist Sophistic Rebar Check Default. Wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie natürlich was anderes auswählen, also zum Beispiel 5 mm Areal. Ja, hier lassen sich auch die Dezimalstellen ändern. Zum Beispiel haben wir jetzt eine und wir gehen auf 2. Das sieht dann so aus. Ja, und hier haben wir, das mache ich mal zurück hier. Hier haben wir dann noch die Fülltransparenz. So, ja, Sie sehen selber, was das bewirkt. Okay, das ist der Anzeigestil. Schalten wir jetzt AS
also längs AS vorhanden ein. Dann sehen wir hier oben 6,28. Das sind die zwei Durchmesser 20 plus zwei Durchmesser 25. Das sind dann in Summe die 16,10 Quadratzentimeter. Nehmen wir jetzt beides, also vorhanden und erforderlich. Dann sieht das so aus. Und jetzt kommt wieder der Verankerungsfaktor ins Spiel. Den habe ich ja auch im vorherigen Video ausführlich für Decken erläutert. Ja, das Gleiche gilt also auch hier. Ich selektiere mal die Zulagen, zwei Durchmesser 25 und schaue von vorne drauf. Wenn ich jetzt den Verankerungsfaktor auf 0 setze, würden die 16,10 Quadratzentimeter von hier Stabanfang bis da Stabende laufen. Das ist aber natürlich nicht korrekt, weil die Zugkraft ja verankert werden muss. Und über die hinterlegte Formel für den Verankerungsfaktor, ich blende das nochmal ein hier, ergibt sich ja dieser Standardwert von 45. Wie gesagt, schauen Sie bei Bedarf nochmal in Videoteil 10 dieser Serie, da habe ich das ausführlich erläutert. Ich setze hier nun also zum Beispiel 45 ein und dann springt die Grafik um. In diesem Fall also 45 mal Durchmesser, also 2,5 Zentimeter gleich 1,125 Meter zurück. Und auf der anderen Seite genauso, von hier nach da und von hier nach da. So stellen Sie sicher, dass die Bewehrung ausreichend verankert ist. Gut, des Weiteren können wir uns bei Balken natürlich die Schubbewehrung ansehen. In dunkelblau sehen wir erforderlich AS und in hellblau vorhanden AS pro Meter. Ja, das hier sind Bügeldurchmesser 8, alle 20, zweischnittig. Das ergibt die 5,03 Quadratzentimeter pro Meter und das ist größer als die erforderlichen Werte, wie man sieht. Ja, Darstellung kippt das Diagramm um 90 Grad, hatte ich aber auch schon bei den Decken erklärt. So, das ist es für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Bewehrungsprüfung für Balken mit Revit und Sophistic verständlich näher bringen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Video wieder dabei sind. Dort schauen wir uns die Bewehrungsprüfung für Stützen an.